begrüße Sie zu unserer nächsten Gesprächsrunde. Darauf freue ich mich besonders. Wir haben ja vor kurzem erst zum Thema Hertha BSC ein Kreuzverhör vorgenommen mit Christian Wolter. Herzlich willkommen. Und Ingmar Pering aus dem Präsidium von Hertha BSC. Ich freue mich wieder, Florian an meiner Seite zu haben, denn er wird den einen oder anderen Part übernehmen. Oder wenn da eine unbefriedigende Antwort kommt und unsere Zuschauer, die sind vielleicht dann noch nicht richtig informiert, dann hackt er oder wir garantiert nach. Ja, Hertha BSC, Kontinuität, die vermisse ich. Mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Zum Glück nach dem Sieg über Bremen, jetzt nach einem großen Tief, wieder ein Sieg, sogar auswärts in Mainz. Wer hätte das gedacht? Und meine Philosophie war eigentlich immer im Fußball, man kann Glück erzwingen. Sie auch? Nein, ich glaube nicht, dass man Glück erzwingen kann. Wir haben Glück und wir haben auch gut gespielt und die Mannschaft ist zu ihrer Kampfstärke zurückgekommen und wir haben eine Mannschaft, die spielen kann. In der Vergangenheit wurde oftmals gesprochen, haben wir einen Kader, was Bundesliga-tauglich ist. Wir haben es gezeigt, wir haben es geschafft. Wir sind Bundesliga-tauglich und ich freue mich insbesondere für unseren Stürmer Adrian Ramos, dass er endlich mal zwei Kirschen getroffen hat. Der ist zum Glück jetzt erwacht, nicht? Das liegt an den Temperaturen, aber Florian, bitte. Hätte vielleicht sein, im Frühling ist er doch immer ein bisschen besser. Der Funke Hoffnung ist also zurück, mit Adrian Ramos ja zum Beispiel auch. Was muss man jetzt machen, damit eben dieser Funke Hoffnung nicht wieder im Keim erstickt wird? Das war ja zum Beispiel nach dem Sieg gegen Bremen der Fall. Also jetzt sollten auf jeden Fall alle Berliner Hertha-Fans ins Stadion kommen und am Wochenende richtig unterstützen, eine tolle Kulisse bieten. Ich denke, Wolfsburg können wir schlagen. Das ist also für mich klar, dass wir das schaffen können. Und wenn wir da eine super Kulisse haben, eine Fan-Ecke, die uns, eine Kurve, die uns richtig antreibt, dann werden wir es auch schaffen. Und die Mannschaft, glaube ich, hat es verdient. Die hat wirklich in Mainz ein tolles Spiel gemacht. Sie hat gekämpft und sie hat sich nicht aufgegeben. Also mir hat das Spiel seit langem wirklich super gefallen. Ingmar Pering, ist Hertha BSC in der Lage, eine Mannschaft wie Wolfsburg, die derzeit in guter Verfassung ist, dreimal hintereinander gewonnen und zudem sogar die Chance, irgendwie doch noch die Europa League zu erreichen, zu schlagen? Also die waren ja nicht ganz schlecht drauf, als wir beim Hinspiel da waren. Und da wir, glaube ich, eine unglaubliche Kulisse in der Kurve produzieren und da auch richtig Feuer kommt, bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch noch ein zweites Mal einschenken kann. Denn das Spiel gegen in Wolfsburg damals, was wir 3-2 gewonnen haben, das war ja ein richtig packender Fight. Also das war ja keine Sekunde langweilig. Ja, jetzt nochmal zum Zuschauerzuspruch und der Berliner ist, glaube ich, sehr empfindlich, beziehungsweise der honoriert auch Leistung. Also ich kann mir vorstellen, jetzt wo es wirklich um einiges geht, um den Verbleib in der Elite-Liga als Hauptstadtclub, ja, das darf doch nicht wahr sein. Wir wären ja in Europa die einzige Hauptstadt, die keinen Bundesliga-Fußball sonst sieht. Das war ja schon ein halber Appell von Christian Walter, kommt zum Spiel. Aber ich glaube, die Berliner, wenn die Leistung honorieren das und wenn es spannend wird, die kommen, oder? Die kommen auf jeden Fall, aber man darf eins nicht vergessen, in unserer wirklich wunderschönen Stadt haben wir so viele kulturelle Angebote und auch andere Sportvereine, sei es Basketball, sei es Eishockey, dass man natürlich schon überlegen kann, wer keine Dauerkarte hat, wo geht er hin? Im Moment ist Eishockey auch sehr gefragt und von daher, als richtiger Fußballfan gehört es sich natürlich selbstverständlich zu Hertha zu gehen. Aber auch wenn man einfach mal mit seiner Familie, mit den Kindern rausgehen will, dann muss man sich natürlich schon überlegen, wo man hingeht bei dem Angebot. Aber ich denke mal, die Sonne spielt mit, das Wetter ist toll und ich kann nur alle Berliner wirklich aufrufen, unsere Hertha, unsere Stadt zu unterstützen, damit wir Erstliga bleiben. Und Christian, übrigens, für mich steht es fest, wir bleiben drin. Oh, der Funke Hoffnung ist also zurück, man hört es, zurück mit dem schönen Wetter eben auch. Hertha BSC steht dennoch, und das muss man ja einfach so sagen, immer noch auf dem 17. Tabellenplatz. Und das ist eben ein direkter Abstiegsplatz. Deswegen frage ich einfach mal, wenn man mal sich anschaut, der SC Freiburg und der FC Augsburg, die einst direkte Konkurrenz um den Abstieg, die fangen ja richtig an, Fußball zu spielen. Macht das irgendwie Angst? Ja, das macht vielleicht auch den einen oder anderen Club leichtsinnig. Also ich sag mal, mir ist es lieber, jetzt den Durchhänger zu haben und am Ende richtig nochmal Gas zu geben und dann auf Platz 15 rauszulaufen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dass die letzten 10 Clubs, ja, ich nehme mal Kaiserslautern raus, weil die 6 Punkte Abstand haben, aber so nah an Schlagdistanz sind, das zeigt ja, dass zumindest ein Großteil der Liga ganz eng beisammen ist. Und das ist ja auch nicht gerade ein ganz so schlechtes Zeichen.
dafür, dass wir auch eine ganz gute Chance haben, uns für die Zukunft etablieren zu können und diese Saison auch nach Hause zu bringen. Also ich bin da auch sehr guter Dinge. Es ist gerade mal ein Punkt, der uns da fehlt, um jetzt beruhigter zu sein. Und den holen wir auch. Es könnte in der Tat noch jemand absteigen, der noch gar nicht dran glaubt. Berlin, da gebe ich recht, hat unwahrscheinlich viel zu bieten, in der Spitze und in der Breite. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das heißt, wir wollen wieder mal ein paar bewegte Bilder haben, wo ich weiß, dass sogar die ersten Bilder, nämlich Jugendliche, da lacht dem Christian Wolter das Herz im Leibe. Bitte mal, da sind sie. Und jetzt gleich kommt ein O-Ton, bitte mal hinhören. Volles Stadion. Überlegt, 118 Jahre besteht ein Verein, das ist sensationell und er hat nach wie vor wahnsinnig viele Fans, wie man es heute wieder sehen kann und ja, es ist, macht einen stolz, dass man für so einen Verein arbeiten darf. Und ich sprach dann die leider nicht vorhandene Kontinuität an, mal himmelhoch jauchzend, solche Bilder und dann zu Tode betrübt. Und Hertha BSC mit hängenden Köpfen beim Abgang, die Aufforderung der Fans, kämpfen, Jungs. Ja, das sieht hier die Körpersprache. Christian Wolter, dieses Auf und Ab, hin und her, das müssen Sie uns mal bitte erklären. Mijatovic, der Captain, im Moment gar nicht mehr im Bunde. Und Michael Preetz, na, das spricht doch Bände, nicht wahr? Also zunächst mal möchte ich mal sagen, dass es legitim ist, dass jede Mannschaft auch in der Saison ein Formtief haben kann. Und natürlich, die bewegten Zeiten im Verein sind auch nicht an der Mannschaft vorbeigegangen. Man weiß ja, wie die Presse, lieber Christian, auch gleich auf uns wieder eine Schelte verteilt. Von daher sollte man auch ein bisschen mal optimistisch gucken. Wir sind immer noch im Spiel, in der Liga zu bleiben. Und wir sind im Vorfeld totgesagt worden, obwohl wir gar nicht tot waren. Das ist eigentlich das, was mich traurig macht. Weil wenn man wirklich abgestiegen wäre, dann kann man hinterher vielleicht eine Analyse ziehen. Aber jetzt gilt es daran, wirklich an einem Strang zu ziehen, nach vorne zu gehen und den Club zu unterstützen. Und vor allem in der Liga zu bleiben, weil, wie gesagt, ich würde auch ganz gerne, dass unsere Hauptstadt erstligatauglich ist und in der ersten Liga spielt. Darf ich mal Ingmar testen hier als Präsidiumsmitglied? Ist nicht abgesprochen, aber ich würde gerne mal wissen, können Sie sich denken, Ingmar, wo damals der Babbel uns diesen O-Ton gegeben hat? Wir senden ja hier aus der Wolterstraße vom Weddinghaus der Deutschen Welle. Ist schwer, also ich könnte mir vorstellen, dass das aus dem Trainingslager vielleicht sogar ist. Oder zumindest ist es ja bei einer Autogrammstunde. Ich sehe ja, wie sie im Hintergrund alle voll fleißig die Autogramme schreiben. Also es wird muss ja irgendwann so Beginn der Hinrunde gewesen sein. Sagt Ihnen der Hannes Sobeck-Platz was? Ja, selbstverständlich. Am Gesundbrunnen, die Kiez-Tour, ein Steinwurf entfernt von uns. Ja, 118 Jahre hat er gesagt, der Verein. Stolze Jahreszahl, nicht? Inzwischen, glaube ich, 119, bald Jubiläum. Genau. Um Gottes Willen, wenn der Hertha absteigt, Ingmar. Ja, aber wie gesagt, wichtig ist, wann man seine Schwächeperiode hat. Wenn man die Schwächeperiode am Ende hat, ist das unproblematisch. Da können wir uns jetzt auch wieder rausziehen. Und ich glaube, dass die Tendenz deutlich nach oben zeigt. Mit dem guten Wetter kam ja auch der Spielgeist bei einigen wieder. Und ich bin nach dem Mainz-Spiel wirklich zuversichtlich. Das war aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Scheidepunkt, ob man es schafft, da jetzt stabil sich durchzukämpfen, ob man das auch sauber transportiert, ob man da irgendwelche Knicks drin hat in der Linie. Und das war nicht. Die Mannschaft hat das souverän durchgezogen, hat das ordentlich gemacht, hat sich auch am Ende nicht einschnüren lassen, hat das durchgezogen, war bis zum Ende brandgefährlich. Und sie hat wieder das gezeigt, was sie kann. Und da kann man anknüpfen, da kann man dann glauben auch. Das ist ja auch eine Frage der Psyche. Wenn ich immer nur negative Erlebnisse habe, glaube ich ja irgendwann auch nicht mehr an mich selbst. Und hier kann die Mannschaft wieder glauben und sehen, Mainz ist jetzt nicht irgendeine Mannschaft, die jetzt ganz so schlechten Fußball gespielt hat. Die haben jetzt ihren Durchhänger. Da haben wir sie zum richtigen Zeitpunkt gepackt und das war wichtig. Nach jetzt, dem Spiel. Ja, wollte ich dich testen, Florian. Jetzt teste ich meinen Sprössling, der ja auch für größere Sender berichtet und moderiert und so weiter. Hast du, Hertha, diesen Sieg in Mainz zugetraut? Gegen die Mainzer war es in dieser Form sogar möglich zu gewinnen, würde ich sagen. Wer das Spiel gesehen hat, weiß natürlich auch, dass Mainz große Chancen vergeben hat. Interessant fand ich noch eine Szene nach dem Spiel gegen Mainz. Ein Interview von Otto Rehhagel, der sagt, Hertha braucht einen Rettungsschirm. Das zeigt vielleicht auch noch, wie wichtig auf einer ganz anderen Ebene, auf der finanziellen, das ist, eben diesen Abstieg bitte, bitte zu vermeiden, oder?
Ja, also ich muss mal sagen, da wird natürlich von außen viel kolportiert. Die Liga ist durchgeplant für die erste, für die zweite, selbstverständlich. Schiller hat einen ordentlichen Bericht vorgelegt. Der ist im Finanzausschuss und im Präsidium beschlossen worden. Da sehe ich im Moment nicht die Probleme. Unsere Sponsoren sind da, die sind gesichert. Also ich denke mal, man sollte jetzt nicht immer nur an diese Themen anknüpfen. Eins ist klar, Liga-Verlust bedeutet natürlich immer einen finanziellen Einschnitt. Aber ich denke mal, wollen wir uns nicht darauf verständigen, dass wir darüber sprechen, wenn es vielleicht eingetreten sein sollte, was wir alle nicht hoffen und ich es auch nach dem Mainz-Spiel nicht mehr glaube. Gehe ich mit und wechsle ja das Thema auch gern, denn natürlich muss man in dieser Lage auf Tabellenplatz 17 ans Jetzt denken, sich voll auf den Moment konzentrieren, alle Kräfte bündeln. Aber es bleibt in so einer Situation natürlich auch nicht aus, weiter denken zu müssen, gerade dann, wenn wir eben mit einem Trainer arbeiten, der uns am Ende der Saison verlassen wird. Bedeutet, man sucht einen Trainer, der möglicherweise auch bereit wäre, in der zweiten Liga zu arbeiten. Wer wäre Ihnen beiden denn lieber? Frank Foda oder Ralf Rangnick? Also ich denke mal, stellt sich für mich gar nicht die Frage, weder der eine noch der andere. Man sollte mal ganz andere Wege gehen. Ich bin der Meinung, man hat es bei Tuchel und bei Klopp gesehen, das sind Trainer, die über die letzten Jahre hinausgekommen sind. Warum sollte man nicht mal einen Berliner Fußballlehrer nehmen, der wirklich gut ist, der die Stadt kennt, der die Jugend kennt, die den Nachwuchs kennt, vielleicht auch mit dem Nachwuchs schon einen Titel geholt hat, der auch preiswerter ist und der kann die Leute auch begeistern. Super. Ich denke mal, man sollte einfach mal davon abkommen, immer an irgendjemand zu kommen, den man schon mal irgendwo gekannt hat. Das haben wir jahrelang gemacht. Wir sollten einfach mal neue Wege gehen und ich denke mal, das wäre mein Anliegen für die nächste Saison, dass wir das mal versuchen wirklich umzusetzen. Ja, da blicken wir natürlich nach vorn. Mich interessiert auch, was Sie über die Mannschaft denken, über das Potenzial, aber nicht nur, wie sieht es in der Mannschaft aus, wie sieht es in der Führung aus, wie sieht es im Präsidium aus. Also ich weiß, jetzt wird er mir böse werden, der Christian, obwohl, wer Christian heißt, ist ein guter Mensch. Wie sieht es denn nun im Präsidium aus? Man kann ja die Funktionen nicht miteinander vergleichen, Präsident und sportlicher Manager oder wie auch immer, aber Dieter Hoeneß hat ja einen Schüler hinterlassen und Dieter Hoeneß hatte ja einen ganz bestimmten Führungsstil. Welchen Führungsstil hat denn ein gewisser Werner Gegenbauer bei euch im Präsidium? Also ich denke mal, man kann den einen mit dem anderen nicht vergleichen. Der eine war, wenn man es im weiteren Sinne sieht, Angestellter des Vereins und der andere ist Repräsentant, gewählter Repräsentant des Vereins. Die Menschen vergleichen. Die Menschen kann man vergleichen, aber ich bitte um Verständnis. Diskussionen und Streitigkeiten gehören ins Präsidium, nicht nach außen. Selbstverständlich hat man in der Situation, wo Werner Gegenbauer ist, auch natürlich mal einen harten Ton anzuschlagen, was aber ganz normal ist. Man muss halt jeder mit umgehen, ob er zart oder weich beseitet ist. Dabei möchte ich es belassen. Ich denke, diese Diskussionen sollten intern geführt werden und nicht nach außen. Ingmar, da hake ich noch mal ganz schnell nach, weil ein Jurist vielleicht da noch die richtigen Worte findet, weil der liebe Werner Gegenbauer, habe ich mir sagen lassen, ist doch ein sehr großer Diktator. Es soll ein Lamm dagegen gewesen sein. Nun haben wir das nicht von euch. Ich weiß, ihr verratet nun absolut keine Details und nichts, was da im Präsidium geredet wird. Trotzdem haben wir, liebe Zuschauer, erfahren, weder der Vizepräsident noch Christian Wolter sind von Gegenbauer fürs neue Präsidium vorgeschlagen worden. Das heißt, es wird am 6. Mai, glaube ich, also Anfang Mai schon gewählt. Am 7. Mai schon. Und da geht es um den Blick nach vorne, um die Zukunft von Hertha BSC. Ändert sich endlich was? Kann was geschehen? Jetzt erklären Sie mir erstmal, wenn ein so verdienter Mann wie Jörg Thomas und er, der so viel für die Jugend tut, dann vom Präsidenten nicht mehr vorgeschlagen wird fürs Präsidium. Was ist da los? Kann ich Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen. Ich war überrascht, dass es 9 Vorschläge für 9 Präsidiumsplätze gab. Werner Gegenbauer ist von Jörg Thomas vorgeschlagen worden, nach meiner Kenntnis. So jedenfalls die Info, die ich habe. Offiziell hat es mir noch keiner jetzt mitgeteilt, aber zumindest Jörg Thomas hat es mir gesagt. Und dann hat Werner Gegenbauer für die übrigen 8 Plätze auch Vorschläge gemacht. Da waren jetzt einige nicht mit dabei. Da kann man sich jetzt Böses, Gutes dabei denken, wie auch immer man das einschätzen will. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe mich da jetzt nicht irgendwie in einer negativen Position. Ich weiß, was wir für Arbeit geleistet haben. Ich weiß, was Christian für Arbeit geleistet haben. Ich weiß, welche wichtigen Verdienste Jörg Thomas hat über Jahre.
Und ich glaube auch, dass meine Arbeit nicht ganz so schlecht war, dass ich mich da irgendwo zurücknehmen müsste. Deswegen sage ich mir, das ist mir egal. Wir haben alles anständige Leute, die uns vorgeschlagen haben. Und das muss jeder mit sich selber ausmachen, ob er sich da in ein Team, was den Präsident aufstellt, einfügen möchte oder nicht. Das muss jeder wirklich für sich selbst. Christian ist der Betroffene, nicht? Ja. Die Katze mal aus dem Sack lassen. Ne? Na ja, als Mitglieder im Präsidium haben wir auch schon eine gute Erfahrung gesammelt, gerade weil es eben viele Auf- und Abs gab. 7 Jahre sind Sie zum Beispiel dabei, Christian Wolter. Inwiefern sind denn die Belange im Präsidium überhaupt als sehr wichtig einzuschätzen? Mal für die Zuschauer, was wird dort überhaupt gemacht? Also das Präsidium ist natürlich das höchste gewählte Organ des Vereins und im Präsidium werden eigentlich weitestgehend alle Entscheidungen getroffen im Bereich der Jugendkoordination, die sehr, sehr wichtig ist für unsere Nachwuchsspieler, sonst wäre kein Alfredo Morales da oben. Wir haben dann auch die Trainerbesetzung über die Amateurvorstände. Wir haben selbstverständlich natürlich auch dann über den Beirat auch die Möglichkeit, in der KG die Mitsprache zu haben im Bereich Geschäftsführung. Also es ist sehr, sehr interessant, sehr umfangreich und auch sehr sensibel. Aber ich denke mal, in der Öffentlichkeit wird das Präsidium etwas falsch gesehen. Und zwar in dem Punkte, dass wir keine sportliche Leitung haben oder nicht die sportliche Kompetenz. Die ist auch gar nicht im ersten Moment gefragt. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit des Vereins gestalten. Wir müssen die Strukturen des Vereins gestalten. Und selbstverständlich sind wir als im weitesten Sinne Arbeitgeber von der Geschäftsleitung natürlich schon befugt, dann über die Geschäftsleitung abzustimmen. Mhm. Aber das ist ein interner Kreis, der im Präsidium beschlossen wird, der dort diskutiert wird und dann nach außen gegeben wird. Und das ist ein Entscheidungsprozess, der in Ordnung ist. Und wenn wir 5, 6 ehemalige Profis drin hätten, dann ist es toll, dass wir bei jeder Präsidiumssitzung möglicherweise eine Spielanalyse machen. Aber die bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Und das ist auch ein Punkt vom Präsidium. Also dazu will ich eben noch ergänzen, was Christian gesagt hat. Das ist völlig richtig. Wir sind im Präsidium nicht dafür da, die sportlichen Entscheidungen zu treffen. Für die sportlichen Entscheidungen, da haben wir den Spielbetrieb ausgelagert in die Kommanditgesellschaft und die sportlichen Entscheidungen trifft die Geschäftsführung. Mhm. Was unsere Aufgabe ist, ist zu schauen, ist das in einem vernünftigen wirtschaftlichen Rahmen, halten wir das für vertretbar, welche finanziellen Entscheidungen getroffen werden und halten wir auch die sportlichen Entscheidungen in einem gewissen Maße für vertretbar. Wir sollen also nicht jede Einzelentscheidung mit denen durchdiskutieren und durchhecheln und da über alles praktisch schon eine Selbsterfahrungsgruppe machen. Das ist aber offenbar der Glaube bei einigen Mitgliedern oder auch teilweise in der Presse. Das ist nicht vorgesehen bei uns in der Satzung. Bei uns ist wirklich nur vorgesehen, dass wir einzelne Rechtsgeschäfte genehmigen und ansonsten final die Entscheidung treffen, hat die Geschäftsführung das anständig gemacht oder nicht gemacht? Okay. Die Verantwortung für die sportliche Entwicklung trägt letztendlich der sportliche Leiter. Verstanden. Und zu unseren nächsten bewegten Bildern, da sprechen wir aus den Herzen der Zuschauer gleich mehrere Themen an. Da können Sie sich mal was raussuchen, wo Sie meinen, das sind Veränderungen vonnöten. Nach 27 Sekunden kommt ein O-Ton, da müssen wir erstmal ruhig sein. Aber jetzt fahren wir erstmal die Mats ab. Und da lacht wieder das Herz von Christian Wolter. Und da sehen wir natürlich Uli Hoeneß, Dieter Hoeneß natürlich und ein Trainer, den man hat vielleicht zu früh gehen lassen, man hätte ihn vielleicht halten sollen. Und ja, Dieter Hoeneß, was hat er hinterlassen? Er war ja mal aus Ulm ein Freund eines aus Ulm kommenden Werner Gegenbauer. Und auch was man so aus der Hinrunde mitgenommen hat, hinten die Defensive steht ganz gut und nach vorn. Ja, ich glaube, erstmal ist es wichtig, die Null zu halten. Und dann, ich glaube, das haben wir in der Hinserie ganz gut geschafft. Ich glaube, zufrieden mit dem Trainer? Nee, ne? Natürlich bin ich nicht zufrieden mit dem Trainer. Wenn wir dreimal am Tag trainieren. Nein, Spaß beiseite. Er macht super Arbeit und bringt uns top wieder in die Rückrunde. Christian Lell lehnt sich ja immer weit aus dem Fenster. Hat ja sogar ein bisschen für Unruhe gesorgt. Ob es gut war oder nicht, wissen wir nicht. Jedenfalls die Taktik, die Strategie, das nicht begeisternde Spielen, die Leidenschaft, die lange vermissen, die man hat ja lange vermissen lassen.
hoffentlich ist die jetzt gefunden. Mijatovic aussortiert, also Sie haben jetzt, wo wollen Sie einhaken, Christian? Also ich würde erstmal einhaken in generell der Sache. Also ich finde es in Ordnung, wenn ein Spieler, genau wie im Präsidium, im Spielerrat mit der Mannschaft diskutiert und möglicherweise auch mit dem Trainer diskutiert. Das sollte aber auch in der Mannschaft bleiben. Ich halte also nichts davon, wenn also Spieler dann an die Öffentlichkeit gehen oder dann möglicherweise irgendeine Erklärung abgeben, das ist nicht dienlich der Sache. Was mir gut gefällt, ist der Kampfgeist, die Aggressivität der Mannschaft, denn nur so kann man kämpferisch Erfolg haben. Wenn wir eine weichgespülte Mannschaft hätten, emotionslos, dann kann man auch nicht kämpfen. Und das Spruchband vorhin, kämpfen Jungs, das ist so eine Sache, die mir aus der Seele spricht. Ich denke mal, wir haben es in Mainz bewiesen und geschafft. Wir haben in Bremen die Grundlage geschafft, ein bisschen dafür. Man hat gesehen, auch mit Glück kommt man weiter und Kampfeswillen. Und ich denke, in Wolfsburg werden wir beides haben, Glück und Kampfeswillen. Und die Mannschaft weiß, worum es geht. Die will auch nicht zweitligamäßig spielen. Also von daher sollte man jetzt einfach auch mal wirklich nach vorne gucken. Ich finde das, was der Christian Nell gesagt hat, schon richtig. Hast du noch, Florian, an Ingmar? Wir haben ja jetzt so allmählich, wir müssen ja auf den Punkt kommen, von den vielen angesprochenen Spielsituationen und Szenen über Mijatovic und den Zuschauern. Ingmar, was liegt Ihnen auf dem Herzen, noch loszuwerden? Ja, Gott, mir liegt auf dem Herzen, loszuwerden, dass wir für den Verein zusehen müssen, dass wir im Mai eine wichtige Entscheidung treffen und dass wir im Mai uns überlegen, wen wollen wir für die Zukunft, um die Veränderungen, die auch noch nötig sind, bewerkstelligen zu können. Das heißt, wollen wir nach dem Motto, es ist alles wunderbar, alles weiter so fortfahren, oder wollen wir auch die ein oder andere Verbesserung, ohne das Gute über Bord zu werfen, erreichen? Wollen wir breit aufgestellt, mit breiter Brust versuchen, auch die nächsten Jahre eine gute Rolle in der ersten Liga zu spielen. Das Schlusswort hat gleich Florian, aber vorher nochmal Christian Wolter, denn ich muss sagen, auch TV Sport in Berlin oder Sportik jetzt, wir brauchen ja fürs Internet einen kürzeren Namen, die Sache jetzt voranzubringen, Christian, und abschließend nochmal Ihr Anliegen. Also mein Anliegen ist für die nächste Zeit, und wenn ich dem neuen Präsidium wieder angehören darf, dass wir wirklich Berliner Spieler einbauen, damit man sich identifizieren kann mit der Mannschaft, dass wir vielleicht auch in der Trainerfrage mal einen ganz anderen Weg gehen, wie es andere Vereine auch gemacht hat. Dortmund hat fast die jüngste Mannschaft der Liga. Also ich würde mich freuen, wenn wir mit erfahrenen Spielern, aber trotzdem mit unserer Jugend, vielleicht auch mal eine Saison im Mittelmaß spielen, aber dann wirklich Berliner Mannschaft sind und nach vorne kommen. Das wäre mein Anliegen. Wenn ich dem Präsidenten wieder angehören darf, da muss ich nochmal nachhaken. Ingmar, dieser Ausspruch, wenn ich dem Präsidenten, jetzt frage ich nochmal, Werner Gegenbauer, also ich weiß, was der Präsident in Hoffenheim da reinsteckt. Steckt Werner Gegenbauer wirklich Geld in Hertha? Das kann ich nicht sagen. Warum? Die Informationen haben wir nicht, und er hat es dementiert. Dann ist es in der Presse von Herrn Grube wieder andersrum dargestellt worden, wie auch immer. Entscheidend ist, wie arbeite ich in meiner Funktion und nicht stecke ich Geld rein. Wenn ich nur alles danach messe, ob ich Geld reinstecke, dann glaube ich, kommen wir nicht zum richtigen Entscheidung. Du weißt mehr, ja? Christian, ganz kurz, ich möchte eins sagen. Mir ist es auch völlig wurscht. Also eins muss man sagen, ob jetzt vielleicht von Seiten des Senders ein Unterton reinkommt oder nicht, ist mir auch egal. Ich sage eins. Das ist klar, Werner Gegenbauer arbeitet für Hertha BSC sehr, sehr viel, das muss man sagen. Und alles andere interessiert mich nicht. Und ich denke, dass wir zurzeit einen Präsidenten haben, der zwar sehr umstritten ist, aber denke, auch eine gute Arbeit geleistet hat. Wenn er eine Mannschaft hat, die mit ihm zusammenspielt, dann kann er auch Siege feiern. Mein Sprössling hat zu Hause das letzte Wort, dann soll er auch hier das letzte Wort haben. Das ist doch was. Vielleicht auch doch noch eine Frage damit verbunden. Wir haben jetzt auch immer schon wieder Dieter Hoeneß natürlich gesehen. Und er hatte gesagt, er sorgt sich doch in der aktuellen Situation ein bisschen um das Lebenswerk, um sein Lebenswerk. Da haben dann auch die ein oder anderen Hertha-Fans diese Aussage mit einem leichten Grinsen zur Kenntnis genommen. Ich auch. Wir haben auch schon festgestellt, dass Sie beide das nicht tun, sondern nach vorne blicken. Aber genau, wie stehen Sie denn zu solch einer Aussage? Aber ganz kurz bitte jetzt. Er hat ja nicht 118 Jahre lang Hertha aufgebaut. Genau. Also ich kenne kein Foto, wo auf dem Gründungsschiff dabei war. Das sagt doch alles, und deswegen schauen wir
wir eben nicht zurück, sondern nach vorn. Das haben wir heute hier gesehen. Und deswegen natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an die beiden Präsidiumsmitglieder, Christian Wolter und Ingmar auch. Pehring. Denn man muss immer noch festhalten, Hertha BSC steht auf dem 17. Tabellenplatz und sie stellen sich in einer wahrlich nicht leichten Situation. Wir hoffen, nach vorne schauen zu können. Und das können wir zumindest nach einem 3:1 in Mainz schon wieder etwas besser.